Willkommen zurück zu The Evil Within und in der letzten Folge haben wir rausgefunden, wem das große Gieren gehört. Das ist also Ruvik. Er wollte eventuell Mitleid mit uns, so wie Basti jetzt gesagt hatte. Und wir haben rausgefunden, dass der Doktor doch wesentlich größer die Finger im Spiel hatte, als wir eigentlich annahmen. Und ich höre gerade die Musik hier vom Speicherpunkt. Normalerweise kam hier diese Musik gar nicht. Wer vermag den Plattenspieler angeworfen haben? Ist meine erste Frage. Und sind wir immer noch alleine hier? Und warum ist da die Tür zu? Ich schau nochmal hier eben kurz. Kleiner Moment. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. So, hoch, hoppala. Was war das denn? So. Ich muss mich nochmal entschuldigen auch für einige, für einige Tonaufnahmen. Also beziehungsweise für einige Soundaufnahmen von mir hier mikrofonmäßig. Das war nämlich ganz schön scheppig gewesen an einigen Stellen bei The Evil Within. Das mag aber daran liegen, dass ich ein bisschen was auch rumprobiert habe, wie sich's besser anhört, ein bisschen besser klingt. Aber das wird sich bald ändern. So. Jede Menge zu lesen. Schauen wir mal. Ist hier niemand mehr? Ich glaube nicht. Scheiße. Keine Bild. Und wer hat denn hier die Platte angeworfen? Das hat auch irgendeine Bedeutung. Ich weiß nicht mehr genau was. Oder haben wir das eigentlich schon rausgefunden, was es mit dem Song auf sich hat? Ich werde erstmal hier lesen, was hier steht. Missing! So, vermisstes Mädchen. Vermisst. Punkt, Punkt, Punkt. Kurze braune Haare, braune Augen. Hört auf dem Spitznamen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann es ein bisschen erkennen. Da steht irgendwas wie Juli oder Julie. Aber den anderen Namen kann ich nicht. Moment, kleinen Moment bitte. Ich weiß, wer das ist. Die Frage ist jetzt, möchte ich es euch verraten oder nicht? Ich verrate es euch, da steht Julie Kidman, wenn ich das richtig sehe. Und Kidman, wissen wir ja, ist unsere Kollegin. Aber warum wurde sie denn schon als Kind vermisst? Das ist merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig alles. Sehr strange gerade. Schon wieder Brainstorming. Bei mir ist schon wieder alles am Rattern im Kopf. So. Internes Gesprächsprotokoll, 13. März 2013. Ermittler Fee. Sie wissen, warum Sie hier sind. Detective Castellanos, weil Sie Ihren Job nicht machen. Fee. Heißt der Fee? Fee? Auch ein komischer Name. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unterm Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohung, Einschüchterung und physischer Gewalt. Castellanos, wenn Sie irgendwelche Beweise für Ihre Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Pi, Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Castellanos? Da sind sie nicht die Einzigen. Was soll das heißen? Beschatten sie mich weiter, dann finden sie es bald. Dann finden sie es bald genug raus. What? Beschatten sie mich weiter, dann finden sie es bald genug raus. Beschreiben sowas. Wenn sie so weiter, Kriti, wenn sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Wir sind hier fertig. Fürs erste Jahr. Aber Sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Detective Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Erstens, wer schreibt denn so ein... Wer hat denn so eine Rechtschreibung? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Hellste mit der Rechtschreibung und Lesen auch nicht so. Man merkt es ab und zu.
Wer ist denn Ermittler Phil oder Fie? Ermittler Fie? Fie? Und warum? Wenn da steht, außerdem gibt es Berichte von Drohung, Einschüchterung und physischer Gewalt. Physischer Gewalt. Das heißt für mich doch, dass, ja, Basti wahrscheinlich durchge... Ruvik? Nein. Ja, ich glaube, Verstand verloren heißt so viel wie wir. Bevor ich jetzt da lang gehe, möchte ich doch gerne die Schlüssel einsetzen, wenn ich es darf. Ja, ich darf. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, denn ich glaube, Basti hat nämlich so seinen Verstand verloren, oder beziehungsweise hat er, ist er wahrscheinlich in psychiatrischer Behandlung, oder beziehungsweise ist er durchgedreht, weil er sein Kind verloren hat. Das ist nämlich so meine Vermutung schon seit der ganzen Zeit gewesen. Ich wollte es noch nicht kundtun. Jetzt werden wir schon einige sagen, ja, ja, ist klar, Flex, das ist klar. Können wir den speichern? Können wir auf den Stuhl? Aber bevor ich jetzt... Verstand verloren! Das ist ein neuer Hit von Grönemeyer. Verstand verloren! Ein Stuhl im Orbit! Haben wir den Verstand verloren! So. Könnte natürlich auch ein neuer Remix sein von Schwedisch Hausmafia. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Du hast den Verstand verloren! Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Schadensmultiplikator des Scharfschützengewehrs werde ich jetzt verbessern. Yeah, so. Und damit war es das auch erstmal gewesen. Nochmal eben kurz speichern auf die Schnelle. Verstand verloren. So. Bleiben wir wieder ernst beim Thema. Ich muss mal eben kurz was trinken. Kleinen Moment bitte. Ich finde gerade den Mix dazu, habe ich gerade im Kopf so ein bisschen. Leslie! Hier lang. Jetzt sind wir in der realen Anstalt. Sehe ich das richtig? Kann das sein? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass... Da ist gar kein Bett drin. So ein bisschen die Vermutung, dass wir genau jetzt in der... Okay, hier ist noch alles runtergekommen. Also sind wir nicht in der realen Anstalt. Aber hier sieht es doch relativ neu aus. Und hier ist alles noch alt und da kommen wir nicht zurück. Ja, gut. Naja, dann wollen wir mal. Auf geht's. Verstand verloren. Okay. Nerven-L. Ach nee, Optik-Nerven-L. Oh Gott. Hey, warte. Oh nein. Das ist doch nie im Leben die Anstalt, oder? Das sieht ja aus wie so eine Militärbasis, wo hier Tests durchgeführt worden sind. An Menschen.
Steht da irgendwas dran da oben? Kann ich da was lesen? Probiotic Zone from this point forward only. Select individually my pass. Shows without promise. Was? Premises are ask to leave and contact the head office. Okay. Feueralarm. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit hier. So ein Feueralarm haben wir schon mal gesehen, anstatt da einfach mal so ein Feueralarm auslösen, um zu gucken, was passiert. Nein. Da würde unser lieber Detective niemals draufkommen. Weil er kann ja sowieso nur von hier bis vielleicht gerade mal da vorne bis zur Tür denken. Ne? Rennen kann er ja auch nicht. Was ist das überhaupt für ein Detective? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Also. Kackspiel. So. Ter. Wie die Texturen aber auch nachladen. Ter. Ter BPL. Wollte ich gerade lesen, aber Water BPL. Ist keine Gaming-Liga. Ja, die Water BPL. Obwohl man kennt sie eigentlich, ja. Kennt ihr nicht die Water BPL? Da spielen die Leute immer unter Wasser mit ihren PCs. Haben immer so Schnorchel auf und so und dann zocken die da so unter Wasser und unterhalten sich dann auch mal so. Blub, 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 blub. So. So, Schluss mit lustig jetzt. Wieder jetzt ernst, wieder zurück zum Spiel. Achtung, jetzt lädt wieder das Schild nach. Da, TN5, GWS. Ich frage mich, was das hier für eine Anlage ist. SH842. Ich glaube nicht, dass wir in der Anstalt sind, obwohl. Ich habe keine Ahnung. Und wer bitte macht denn da unten Feueralarm hin? Wer soll denn da hin? Jetzt mal ganz ehrlich, also. Hausmeister möchte ich hier nicht sein. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Hallo? Was? Ich glaube, da hat einer doch den Feueralarm gezogen. Lieb. L-I-B. Wo sind wir? Das ist doch nie im Leben die Anstalt. Das kann nie im Leben die Anstalt sein. Nie im Leben ist das die Anstalt. Auf keinen Fall ist das die Anstalt. Das ist irgendwo anders. Aber nicht die Anstalt. Also meine ich zumindest. Aber immer wieder diese Tür. Hier lang, hier lang, hier lang. Der Laden stürzt ein. Der Junge spricht jetzt auch ein bisschen vernünftiger wie sonst. Fällt mir gerade mal auf. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Kapitel 15, das Angesicht des Bösen. Ja, Beacon. Beacon Nervenklinik. Aber wie kommen wir denn jetzt schon wieder hier hin? Und wo ist die U-Bahn? Und was steht uns noch bevor? Fragen über Fragen. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Pompös, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich würde mich freuen über ein wenig mehr Munition, denn ich denke mal, dass wir jetzt... Ich denke mal, dass wir jetzt wahrscheinlich... Hallo? Wahrscheinlich gleich wieder Besuch bekommen werden. Wo ich nicht ganz sicher bin, wie der aussehen wird.
Die Musik wird schon wieder so komisch gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist Leslie. Was? Kisten. Ja, Kisten. Kisten. Na toll, Haargel. Super. Ist es denn jetzt schon das finale Chapter? Ich weiß es gar nicht. War das 15? Okay. Also der Junge, der hat doch echt ein bisschen mehr drauf, als wir denken. Ich schau mal hier auf die Schnelle, ob wir hier langkommen. Lalalalalala. Okay, da kommen wir nicht hin. Liegt hier noch irgendwo was? Nicht, dass ich irgendwas liegen gelassen habe. Nee, anscheinend, glaube ich, liegt hier nichts mehr. Nein. Gut, dann gehen wir mal rein. Hier hat alles angefangen. Hier wird alles enden. Wollte ich schon immer mal sagen. Ich hab's gewusst. What? Das kennen wir. Vom allerersten Mal, wo wir... Folge 1, ihr erinnert euch, ganz stark. Das ist gerade so geil gemacht irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Ist gerade total spannend. Was ist das denn für ein Flur? Kennen wir den? Und wer ist da im Schatten? Da ist auch schon wieder so ein Schatten auf der Treppe. Und viereckiges Blut. Wohlgemerkt. War da. Beacon Mentalhospital. Beacon Nervenklinik. Patienten Ward und Elevator. Da packt mich doch gleich einer. Ich sehe es doch schon kommen. Jetzt weiß man auch, woher die Bilder sind. Die stammen alle aus der Anstalt. Lagen wir denn mit unserer Theorie richtig, dass wir nie die Anstalt verlassen haben? Werden wir das jetzt erfahren in dieser Folge? Oder werden wir für immer dumm sterben? Ich möchte trotzdem gerne mal die Türen ausprobieren, die anderen. Okay, die brauche ich eh nicht versuchen. Aber vielleicht die hier drüben. Na. Okay, die kriegen wir nicht auf. Dann gehen wir mal weiter. Da hat alles angefangen in dem Raum. Komme ich denn jetzt hier... Oh ja, ich komme hier rum. Spritze. Und Munition und Haargel. 1000. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Willkommen in der Nervenheilanstalt von Beacon. Ja? Wo möchten Sie gerne hin? Möchten Sie jemanden besuchen? Aber hier ist niemand mehr. Nur noch ich. Ich finde gerade den Soundtrack voll geil, muss ich mal sagen. So, hier hatten wir auf den Bildschirm geguckt und dann kam Ruvik, oder beziehungsweise da fing der ganze Stress an. So, und ich würde sagen, das ist jetzt eine spannende Pause. Ja, es ist spannend, ich weiß. Und ihr denkt jetzt bestimmt, boah, was ein Arschloch. Was ein Arschloch, der Flix. Der muss jetzt eine Pause machen, wo es so spannend ist. Ja, ich mache jetzt eine Pause, ja, und dann geht es demnächst weiter. Also, ja, wahrscheinlich morgen. Ich vermute mal morgen oder je nachdem, wann ich diese Folge dann hochladen werde. Und ihr solltet dann wieder einschalten. Da geht's spannend weiter. Bis dann. Ciao.